shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start, und zwar wie ihr komplett solo die ganzen CEO-Outfits wieder speichern könnt. Und es ist super einfach in dem Video, und zwar ihr müsst euch jetzt erstmal als CEO registrieren. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann wählt ihr erstmal die Outfits aus, die ihr halt haben möchtet, und zwar dann geht ihr unter Verwaltung, unter Stil und sucht euch das Outfit aus, das ihr halt haben möchtet. Ich habe mich jetzt einfach mal für den mit der Panzerung ausgesucht, weil den kann man sich so nicht kaufen, also diesen El Jefe. So. Das müsst ihr dann anziehen und danach geht ihr einfach unter Start, geht dann auf Online und geht dann auf Jobs. Danach geht ihr auf Jobs spielen, von Rockstar erstellt, und ich habe das Ganze jetzt mal mit dem Überlebenskampf gemacht. Ob es mit anderen Missionen auch noch geht, das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht getestet. Ich habe das Ganze auch mit der Matzebank gemacht, weil dieser Überlebenskampf am nächsten von irgendeinem Klamottenladen ist. Diesen Job müsst ihr dann einfach nur starten, das könnt ihr natürlich völlig alleine machen, da braucht ihr keinen anderen dazu. Und sobald der Job dann gestartet ist, öffnet ihr sofort euer Interaktionsmenü. Nun geht ihr auf Stil, geht ihr dann runter auf Outfits und sucht euch irgendein Outfit aus, welches ihr halt gerade offen habt. Spielt gar keine Rolle welches. Da drückt ihr dann einfach mal die ganze Zeit X, also ich habe es jetzt mal 5 Sekunden lang gemacht. Wenn ihr das dann habt, dann geht ihr runter auf Motorradhelme und klickt einfach mal die ganze Zeit die Motorradhelme durch. Auch dort habe ich 5 Sekunden ungefähr gebraucht oder das Ganze 5 Sekunden lang gemacht. Hab dann mein Handy geöffnet und hab dann einfach nur den Job verlassen. Wenn ihr dann alles richtig gemacht habt und nicht zu schnell das Ganze gemacht habt, dann spawnt ihr in einer freien Lobby mit dem CEO-Outfit. Jetzt müsst ihr einfach nur in irgendeinen Klamottenladen reingehen. Ich habe mir jetzt einfach mal noch ein Auto besorgt und bin dann zum Klamottenladen gefahren. Sobald ihr in dem Klamottenladen dann angekommen seid, steht dann oben schon links die Meldung dran, dass ihr die Binko-Bekleidung nicht auswählen könnt oder dass es nicht verfügbar ist, solange ihr CEO seid. Jetzt tretet ihr einfach nur als CEO zurück und wie ihr seht, habt ihr immer noch die Outfits von dem CEO an. Jetzt könnt ihr einfach noch nach Belieben einfach eure Hosen oder sowas wechseln. Ich habe mir jetzt einfach mal passend dazu noch eine schwarze Kampfhose angezogen, weil das, wie ich finde, sieht es einfach am besten damit aus. Und danach könnt ihr das Outfit ganz normal speichern vorne an der Theke und habt nun dieses CEO-Outfit gespeichert. So, jetzt habe ich das Ganze mal gespeichert und ich zeige euch auch jetzt gerade mal, dass ich es auch noch habe. Jetzt wechsle ich mal das Outfit, bams, wechsle zurück und hier habe ich es immer noch. So, das war es eigentlich schon mit dem Glitch. Super einfach, aber ich weiß jetzt nicht, wie Rockstar die ganzen Outfits wieder wegnimmt. Es kann natürlich sein, dass in ein, zwei Wochen oder ein paar Tagen schon wieder die ganzen Outfits gelöscht werden von Rockstar. Aber solange es noch nicht gepatcht wurde, würde ich euch auf jeden Fall das empfehlen, das auch zu machen. So, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ich bin raus. Ciao Jungs, haut rein, macht's gut. Ciao, euer Zeddy.